Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Matthias Peterka. Meine Frage geht dahin, es wurde ja bekannt im Rahmen des sogenannten Kika-Skandals, dass es Personen mit SED-Vergangenheit möglich ist, in hohe Positionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu gelangen. Welche Maßnahmen dagegen und welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung? Also das ist eine Zuständigkeit der Bundesländer, die Sie hier abfragen. Und da kann ich Ihnen im Moment keine Antwort zu geben. Wir können gerne über die Beauftragte für Kultur und Medien vielleicht das über die Bundesländer in Erfahrung bringen. Dann halten wir das jetzt erstmal so fest. Und die letzte Frage stellt die Kollegin Heiduck.